Hallo, liebe Freunde des gepflegten Modellbaus Märklin 800 oder Märklin der 50er Jahre. Ja, hier ist ein kleines Päckchen von einem Märklin-Sammler, bei dem ich schon öfters mal etwas gefunden habe, aus dem schönen Bad Arolsen. Und nun wollte ich mit euch hier heute gemeinsam reinschauen, was sich dahinter verbirgt, was hier in dem Päckchen drin ist. Diesmal ist es ein relativ kleiner Wagen, aber ja, dennoch glaube ich, ja, ganz schön und freue mich, das euch zu teilen. Ihr seht hier, dass es wunderbar eingepackt ist, ja, schön abgefedert und tja, ein Kenner und daher so gut eingepackt, dass nichts kaputt gehen kann. Viel Papier, ah, wunderbar, hier das Polster und der ein oder andere kann schon erkennen, was für eine Farbe sich hierin verbirgt, nämlich grau. Und zwar ist das hier der eigentlich 311er, aber 311er ist es nicht, dadurch, dass ein Bremserhaus dran ist, aber es ist hier dadurch der 315er in grau. Leider hier ein paar, ja, größere Lackspuren, die nicht allzu so schön sind. Aber okay, war halt bespielt. Patina ist in Ordnung. Und hier seht ihr, was hier an diesem Wagen auch das Besondere ist. Nämlich dieser Wagen hat eine Bremserspindel. Ja, und auch die 4.2-Kupplung, wie ihr seht. Und dadurch handelt es sich hier also um ein etwas älteres Stückchen. Ich nehme jetzt hier kurz mal die Folie weg und ich zoome jetzt hier sozusagen noch mal kurz in den Wagen rein. Und diesen Wagen, den gab es im Prinzip in zwei Varianten mit der Bremse, also mit dieser Bügelkupplung 4.2 und mit der Bremserspindel, nämlich in der Variante 0. Bei der Variante 0 wären allerdings hier, bei der 311, wäre die 311 von Hand bemalt und die Linie durchgezogen. Das ist in diesem Fall nicht, ja, sondern diese haben. Das heißt, es handelt sich hier um die Version, es müsste die Version, ja, 02 sein. Entschuldigung. Also, im Prinzip ist es die Version, wo ist der Wagen hier? Also, Version 1, nicht die Nuller-Version, dadurch, dass die hier diese durchgezogene Linie hätte und von Hand gemalt wäre. Aber das ist jetzt also der 315 G in der Version praktisch 1. Und dieser Wagen wurde von 1948 bis 1949 hergestellt. Und wenn man sich das überlegt, ist da schon einiges an Zeit ins Land gegangen. Zustand, glaube ich, ja, ist in Ordnung. Einiges an Lack ist sozusagen ab. Ja, aber ja, trotzdem schöner Wagen. Mit Bremsspindel hatte ich ihn leider, oder hatte ich ihn noch nicht. Daher habe ich an der Stelle zugeschlagen. Ich freue mich darüber und kann nur sagen, willkommen in meiner Sammlung. So, und jetzt seht ihr hier gleich die gute alte TM 800, ja, auf meiner Anlage mit 1, 2, 3, 4, 5, 3 Elferwägen in Grau und 2, 3, 15er Wägen ebenfalls in Grau. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Passt auf euch auf und immer schön auf den Gleisen bleiben.